Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Olivia Isabel und heute wird es ein Video geben, was sich um Klamotten dreht. Und zwar um die Herbst-Must-Haves. Ich habe mir gar keinen Plan gemacht über das Video. Ich werde jetzt einfach anfangen, so wie ich jetzt zum Beispiel in die Stadt gehen würde, mich gescheit anziehen würde. Also in die Uni oder so ziehe ich meistens nur eine Jogginghose an. Kann ich euch auch mal ein Outfit zeigen, aber das kann man nicht so dazu zählen. Aber ja, und es sind natürlich nicht nur neue Sachen dabei, weil ich mir jetzt nicht extra für den Herbst neue Klamotten gekauft habe, außer jetzt mal einen Mantel oder so, weil ich eben kein Geld verdiene. Aber das werdet ihr ja dann sehen und ich denke auch, die meisten Teile kann man sich zumindest ähnlich nachkaufen. Genau, der Herbst hat ja auch erst angefangen, vielleicht werde ich mir noch neue Sachen kaufen, aber dann wird es nochmal ein neues Video geben. Genau, viel Spaß dabei! So, das ist jetzt meine Base. Das ist wirklich, was ich am allermeisten liebe. Ich habe das auch so ohne eine Jacke oft an, wenn es warm genug ist. Ich liebe ja All Black anzuziehen. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, aber man soll halt nicht, also jeder kann machen, was er will, aber ich finde, man sollte jetzt nicht nur mit schwarzen Outfits rumlaufen. Aber das finde ich zum Beispiel mega schön. Ich liebe so basic mich anzuziehen, weil da einfach nichts verrutschen kann. Man muss nicht rumzupfen, man muss nicht schauen, dass was passt. Und es sieht trotzdem elegant und ordentlich aus. Ich weiß, es ist nichts Besonderes. Einfach komplett schwarz. Sogar die Sneaker sind schwarz. Das ist jetzt eher so ein Outfit, was ein bisschen kühler, also nicht so warm angezogen ist. Es ist nur ein dünner Pulli. Der ist von Zara. Der ist zwar schon von letztem Jahr, aber den gibt es auch dieses Jahr mit 4 Knöpfen. Von denen würde ich mir auf jeden Fall welche holen. Ich habe die auch noch in mehreren Farben. Aber die sind richtig, richtig praktisch und so bequem zu tragen. Und ich finde, mit den Knöpfen und diesem kleinen Schlitz hier sieht es voll elegant aus. Und ich trage meistens, wenn ich sowas anhabe, irgendwie noch so einen Schal drüber, weil das halt ein bisschen besonderer dann aussieht und es ist auch wärmer, also im Nacken vor allen Dingen. Und ja, Gürtel trage ich, weil mir die Hose sonst rutscht. Einfach eine schwarze Röhrenjeans habe ich dazu an. Das ist eigentlich immer so mein Basic, eine Röhrenjeans und dann halt je nachdem im Oberteil. Wenn ich das jetzt ohne den Schal anziehen würde, finde ich, sähe es irgendwie nicht so gut aus. Also halt so langweilig. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und das macht schon nochmal viel aus. Vor allem hier im Nacken, wenn es doch ein bisschen kühler ist. Ich werde auf 21 Buttons aber wahrscheinlich, so gut es geht, jedes Teil markieren. Oder wenn ich das zum Beispiel nicht finde, zum Beispiel vom Podium, das ist ja, das gibt es ja nicht online, dass ich dann eine Hose von Zara oder von so ähnlich halt verlinke. Einfach nur, ja, aber Hosen würde ich sowieso allgemein nicht online kaufen. Oder ihr lasst sie halt dann, also vom Schneider halt anpassen, aber ja, ich kaufe meine Hosen eigentlich nur im Laden. Genau, und meinen Schal, der ist von Gucci, aber ich finde, da kann man auch jeden anderen Schal nehmen. Das ist meine Base für die ganzen Outfits und ja. Okay, zum Beispiel werde ich dann hier einfach diesen Strickpulli drüber ziehen. Ich liebe den, weil der ist hinten richtig lang und vorne ist er kürzer und wenn man möchte, kann man den reinstecken. Also wenn ich, manchmal ziehe ich das auch mit einer Leggings an, dann stecke ich den natürlich nicht rein. Genau, aber jetzt habe ich ihn reingesteckt und es ist richtig chillig. Der Pulli ist warm, der hat zwar ein bisschen, also das ist halt nur ein Strickpulli, klar, der ist dünner. Aber dadurch, dass ich eben das schwarze Enge unten drunter habe, ist es überhaupt nicht kalt. Also das ist wirklich warm. Ich war gestern Abend, hatte ich genau dieses Outfit an, war in der Stadt und es war wirklich kalt. Es war wirklich kalt und ich habe nicht gefroren. Wirklich, ohne Jacke. Und meinen Schal habe ich natürlich auch wieder an. Kann man auch ohne anziehen, aber ich finde, es macht immer ein bisschen mehr her. Also, ja. Und es ist wärmer, wie gesagt. Also es macht wirklich was aus, wenn du da einen Schal um deinen Nacken hast und hier vorne. Ich merke auf jeden Fall den Unterschied. Genau. Das finde ich, ist eigentlich immer ein richtig praktisches Outfit. Ich finde, sowas sieht so schön aus. Und kann auch elegant aussehen. Der Pulli ist zwar hier, der hat zwar hier diese Naht von der Schulter. Okay, wo ist denn die überhaupt? Hat gar keine Naht. Aber es sitzt halt eher so oversized, so baggy. Aber ich finde es trotzdem elegant, weil es eben komplett schwarz ist. Und ja. Also ich finde, sowas kann man immer anziehen. Ich liebe das. Der Pulli ist auch neu. Der ist auch vom Podium. Für alle die, die aus Würzburg kommen oder nach Würzburg gehen. Ich weiß aber nicht, also ich habe dort mal gearbeitet, aber die haben oft die Sachen
nur für ein paar Wochen und dann gibt es ihn nicht mehr dort. Also den Pulli gab es auch noch in anderen Farben. Ich habe den auch noch in beige, habe ich mir schon letztes Jahr gekauft. Nachdem mich so viele gefragt haben, da habe ich mal so ein Instagram-Bild gemacht. Genau, das ist der gleiche, nur in schwarz. Und ich finde ihn richtig nice. Aber so ähnliche Pullover gibt es ja auch bei Zara. Also ja, wie gesagt, einfach basic. Dann habe ich diese Jacke hier, die kennen wahrscheinlich auch ziemlich viele, die ist von Zara, die habe ich schon vor 3 Jahren oder so gekauft, aber die machen ja oft mal so in einem ähnlichen Stil mit halt zum Beispiel Glitzer, diese Glitzerfäden oder was es da gibt, die finde ich auch richtig schön, die Jacke, oder mit Perlen oder mit sonst irgendwas, aber die finde ich auch richtig cool. Die ist aus Jeans, also eigentlich eine Jeansjacke, die hat hier so Nieten, hinten auch, und der Schnitt von der ist halt irgendwie komisch, aber irgendwie auch nicht. Ich habe es jetzt mal zu angezogen, ist wie so ein Hemd. Finde ich, kann man auch einfach so anziehen. Und meistens stecke ich das da hinten halt so rein, weil es sonst aussieht wie so ein Entenschwanz. Ja, kann man aber auch offen tragen, also wie es einem halt gefällt. Ich glaube, ich habe das in einer ganz normalen Größe gar nicht oversized gekauft, weil die schon so sitzt. Die ist nicht so warm, aber für den Herbst kann man es schon anziehen. Finde ich auch nice. Und wie gesagt, ich habe es jetzt als Hemd an. Ich habe natürlich immer ein Oberteil drunter. Aber das kann man auch davor anziehen. Genau, als Jacke. Also diese Jacke kann man auch echt überall drüber anziehen. Ich finde, es macht auch nochmal richtig... Ich finde, also die Nieten, die gefallen mir einfach voll gut. Ich weiß nicht, da kann man gar nicht so viel dazu sagen. Aber ja, wieder ein Basic Outfit. Immer noch das gleiche. Immer noch schwarze Jeans, schwarzes Oberteil, schwarze Sneaker und eine Jacke. Oder ein Pulli drüber. So, also wie gesagt, ich glaube, ich werde den Haul irgendwie anders nennen, weil sonst wird es so lang irgendwie ein All-Black-Haul, weil ich habe eigentlich immer das gleiche an, nur mit einer anderen Jacke, und ich finde, das sieht komplett anders aus immer, das Outfit, obwohl man irgendwie immer das gleiche anhat. Also wie gesagt, wieder schwarze Sneaker, schwarze Hose, schwarzer Pulli und eine Lederjacke, die ist auch von Zara, die habe ich sogar dieses Jahr, aber die habe ich schon im Sommer gekauft, weil da war die irgendwie billiger. Die hat, glaube ich, irgendwie nur 30 oder 40 Euro gekostet. Normalerweise, ich finde, die sieht richtig gut aus. Also ich weiß nicht, als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, die kostet irgendwie so 120 Euro oder so. Bei Zara halt, aber ich finde, die sieht so geil aus. Die ist ein bisschen anders als normale Lederjacken. Also der Stoff ist ein bisschen dicker und ich finde, die sitzt auch ein bisschen mehr so Bomberjackenmäßig. Ja, die Knöpfe kann man ja auch festmachen. Also solche Jacken findet man auch immer bei Zara. Also ich persönlich würde dazu wieder meinen Schal anziehen. Einfach weil es auch wärmer ist und weil ich das komisch finde, wenn das hier vorne so gar nichts ist. Genau. So würde ich das anziehen. Und was ich auch an dem Schal nice finde, wenn einen die Haare nerven, kann man einfach den Schal so über die Haare machen. Und wenn es regnet, kann man auch immer noch den Schal über den Kopf machen. Ja, mache ich auch immer, wenn es regnet. So, dann noch ein anderes Basic, was jetzt vielleicht nicht jedem gefällt, aber ich habe diese Jacke schon vor 4 Jahren gekauft. Oder 3 Jahren, auf jeden Fall schon sehr lange her. Das ist eine Weste, also ohne Ärmel, die ist aus Fell. Und die kann man einfach so über den Pulli drüber ziehen. Man glaubt es nicht, aber diese Jacke hält wirklich wärmer, als wenn du die nicht anhast. Also das ist auch Fell, ich meine, es ist auch warm. Ich habe wieder meinen Schal an und wenn es jetzt nicht ganz so kalt ist, kann man das einfach so anziehen. Genau, das ist das. Aber man kann das natürlich auch mit einer Lederjacke anziehen, wenn es dann doch kälter ist. Dafür habe ich jetzt eine andere Lederjacke, die ist, glaube ich, noch älter. Aber das ist auch eine Lederjacke von Zara. Ich weiß nicht, die hat wahrscheinlich jeder. Also ich habe schon sehr viele Mädels mit dieser Jacke gesehen. Die ist halt dünner vom Stoff her, viel dünner als die andere. Ich finde, die ist auch mega schön. Man kann sogar hier bei dem Reißverschluss das abmachen, aber habe ich noch nie gemacht, weil es einfach hässlich ist. Genau, das ist auf jeden Fall eine dünnere Lederjacke. Die ist auch von Zara, hat auch 30 Euro oder so gekostet. Und darüber kann man dann nämlich noch eine Weste anziehen. Habe ich die jetzt richtig rum an? Nee, jetzt habe ich die falsch rum an. Genau, diese Westen bekommt man, also online bekommt man die ja auch, aber ich habe die damals von einer Boutique, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt. In Würzburg habe ich mir die geholt, aber also
die gibt es schon an vielen. Also nicht so jetzt H&M oder Zara oder so, die verkaufen nicht solche Westen, aber so kleinere Boutiquen, die verkaufen das bestimmt. Also nicht nur in Würzburg, sondern auch in anderen Städten, aber ja, da muss man ein bisschen rumsuchen oder halt online das eingeben. Genau, die Fellweste hat 100 Euro gekostet. Genau, und so finde ich, sieht es eigentlich auch echt nice aus. Vor allem ist es halt auch viel wärmer, als wenn ich jetzt nicht diese Weste anhabe. Man kann die natürlich auch unter die Jacke anziehen, aber ist mir dann meistens auch zu eng, deswegen. Ja, aber das ist dieses Outfit. So, für die Tage, wo es dann nicht so kalt ist, habe ich hier einen dünnen Cardigan. Also einfach eine, das ist jetzt kein Strick, aber halt so eine Stoffjacke. Die ist auch vom Podium schon 2 Jahre alt oder so, aber sowas gibt es wirklich überall. Also ich habe die jetzt auch nicht so oft an, aber ja, die kann man auch theoretisch mal unter einer Lederjacke anziehen. Wenn es doch ein bisschen kälter ist, habe ich auch schon gemacht, weil die wirklich nicht so warm ist, aber die ist halt gemütlich. Und ja, genau, ich ziehe es mal mit Lederjacke an. Zum Beispiel würde ich jetzt hier, oh, ist voll eng, diese Lederjacke anziehen. Ist jetzt schon ein wenig enger, aber man kann seine Arme noch bewegen. Ich habe das jetzt auch nicht da rausgezogen. Steckt hier irgendwo da oben drin. Aber ja. Aber wie gesagt, ich bin dafür, dass man sich gemütlich anzieht. Das ist schon gemütlich und so, aber ich mag es halt nicht, wenn meine Ärmel so eng sind. Einfach, man fühlt sich halt nicht so wohl. Deswegen ist es jetzt nicht mein Favorite Outfit. Aber für alle, die zu Hause schon sowas haben und eine Lederjacke haben, sowas kann man immer anziehen. Wenn es ein bisschen kälter ist und man zum Beispiel nicht nur die Lederjacke anziehen möchte oder nur den Cardigan. So, das ist das letzte All Black Outfit, was ich jetzt hier habe. Meine letzte schwarze Jacke fürs Erste. Ich wollte mir eigentlich noch einen schwarzen Mantel kaufen, aber genau. Und zwar habe ich hier einen, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, weil das ist ein Mantel, aber der ist total dünn. Ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich jetzt ganz schlecht sehen. Der ist ein bisschen so wildlederartig. Das war aber auch ein ganz billiger Mantel. Ich glaube, boah, maximal 30 Euro oder so hat der gekostet. Genau, der ist ziemlich lang. Aber ich mag das so. Und der hat auch hier so einen Gürtel. Also meistens trage ich es schon mit Gürtel. So. Da habe ich, glaube ich, auch mal ein Bild gepostet. Mein Schal natürlich auch wieder dabei. Genau, also wie gesagt, ich glaube, der Mantel war auch von Podium, aber der war auch schon vor 3 Jahren oder so. Aber genau, Podium, also für alle, die den Laden kennen, die haben ja jedes Jahr solche Mäntel, da kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Ansonsten habe ich bei Zara ganz viele schöne schwarze Mäntel gesehen und eben auch diese dünnen Wildledermäntel, die gibt es bei Zara, glaube ich, auch in Beige und so und Khaki und so weiter. Aber genau, ich habe den jetzt in Schwarz. Und ich finde ihn eigentlich echt nice. Der ist halt echt nicht so warm. Mir wäre mit diesem Mantel wahrscheinlich kälter, als wenn ich meinen dicken Rollkragenpulli anziehe. Deswegen, es ist zwar so ganz schön, sieht zwar auch ganz schön aus und so, aber es ist jetzt wirklich nichts, was wirklich warm hält. Weil das sehr, also ist wirklich dünn. Aber wie gesagt, ich glaube, das Outfit sieht genauso gut aus, wenn man sich einen dicken schwarzen Mantel holt. Kostet halt ein bisschen mehr, wollte ich auch noch machen. Bin noch nicht dazu gekommen. Aber ja, gefällt mir eigentlich gut. Ich trage es eigentlich immer zu. Finde ich einfach schöner. Dazu habe ich auch meine Sneaker an. Ja, also ich weiß nicht, wie ich diesen Haul jetzt noch weitermachen soll, weil ich glaube, das wird sonst viel zu lang, wenn ich jetzt noch andere Sachen zeige. Aber das ist auf jeden Fall mein Lieblingsoutfit. Finde ich am allerschönsten. Mag ich mega sowas. Aber wie gesagt, ist, glaube ich, auch am kältesten von allen Outfits, die ich jetzt gezeigt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist zwar ein bisschen anders geworden, als ich es wollte. Ich wollte eigentlich nicht nur schwarze Outfits zeigen, aber ich glaube, das wäre sonst zu lang geworden. Also ich denke mal, ich werde einfach noch ein anderes Video zu auch anderen Farben drehen, wo ich euch nicht nur schwarze Klamotten zeige. Aber wahrscheinlich kennt jeder. Schwarz ist halt das, was man wirklich am meisten zu Hause hat. Genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.